Und jetzt kommen wir zu Alex Osterwalder mit seiner Business Model Canvas. Wenn ich von Business Model Canvas spreche, meine ich immer beides. Die erste klassische Business Model Canvas und die Value Proposition Canvas. Das ist ein Konzept, was er nachträglich eingeführt hat. Das ist eigentlich nur ein Ausschnitt aus der Business Model Canvas, nochmal ein Fokus genau auf einen Bereich. Das sind nämlich Prototypen von Geschäftsmodellen, die man auch testen kann. Der hat eben zwei Bücher geschrieben, Business Model Generation, das war das ursprüngliche, wo die Business Model Canvas vorgestellt wird, und dann dieses Value Proposition Design, Value Proposition Canvas, wo er eben den Produktbereich und den Kundenbereich nochmal im Detail beleuchtet. So sieht die Business Model Canvas aus. Ich werde jetzt mal ganz kurz, wer hat die noch nie gesehen? Wow! Cool, freut mich. Ich habe manchmal das Gefühl, ich rede hier so altes Zeug, was eh schon jeder weiß. Das ist eine Canvas. Ich gehe jetzt mal ganz kurz durch, weil wir es im Detail noch tiefer machen werden. Was bedeutet das Canvas? Canvas ist eine Folie, einfach ein Papierfetzen großer. Wer hat es gerade gefragt? Ja. Canvas ist einfach, ja, man kann es auch Tapete nehmen, ne? Tapete ausrollen, draufmalen. Ja, hier ist es so luxuriös, dass es schon vorgezeichnet ist. Ne? Und das Schöne bei der Canvas ist, dass wir das gesamte Geschäftsmodell auf einer Seite haben. Wenn wir einen Businessplan haben, ja, ich lese viele Businesspläne auch jetzt noch, weil ich so von Förderunternehmen, so Gutachtergremien bin, kriege ich eine Förderung oder nicht, dann muss ich Businesspläne lesen. Ja. Dann fange ich vorne an, in meinem Alter höre ich hinten auf und weiß nicht mehr, was vorne stand. Ja. Was ich tatsächlich mache, das ist kein Schmäh, ich habe ein Tool für Business Model Canvas. Während ich den Businessplan lese, bastel ich mir die Canvas entsprechend zu dem Businessplan, damit ich nachher noch weiß, wie das Geschäftsmodell überhaupt ist und dann auch clevere Fragen stellen kann, dann in der Managementpräsentation. So, was wir hier sehen, wir sind an verschiedene Segmente. Das hier sind die Kundensegmente oder der Kunde. Ich muss mal was einschieben. Das ist ein Werkzeug, ein Tool. Ja. Auch ein Hammer nimmt man am Griff und schlägt damit einen Nagel ein. Aber wenn ihr eine Tür aufbrechen wollt, dann nimmt man auch schon mal an dem Metallteil und mit dem Holzteil bricht man auf. Ja. Das Ding muss hilfreich sein. Das ist kein Dogma, wie das da steht. Und ich werde auch einige Begriffe leicht anders verwenden, als es möglicherweise auf der Canvas steht, als es im Handbuch ist, als es bei Osterwalder steht. Das ist sowieso alles häufig nicht so wirklich stimmig untereinander. Aus meiner Erfahrung heraus modifiziere ich das leichter, dass es deutlich einfacher wird und klarer, was wohin gehört. Weniger Diskussionen gibt. Ja. Wenn, das kommt aber im Handbuch, steht so und so, bitte gerne sagen, erkläre ich auch, warum ich das anders mache, aber das ist mir bewusst, dass es nicht unbedingt immer exakt so ist. Punkt. So, wir haben hier Kundensegmente, da können Kunden, ich sag mal, das ist der Kunde, dem ich was verkaufen möchte. Ja? Wer ist der Kunde? Das sind, was weiß ich, junge Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren, die ihr erstes Auto kaufen oder so. Ja? Und dann eben das Produkt. Produkt kann eine Dienstleistung sein oder eine Ware. Dem verkaufe ich ein Auto. Ja? Jetzt ist da, Wertangebot ist, welche Eigenschaften hat das Ganze, das kann man da reinschreiben, darum kümmern wir uns aber in der Value Proposition Canvas dann im Detail. Aber da ist also, was verkaufen wir an wen? Dann haben wir den Distributionskanal, und der Distributionskanal ist der Ort oder die Art und Weise, Methode, wie ich den Kaufvertrag abschließe. Da, wo die Leute tatsächlich den Leder, jedes auch beim Sparmarkt, ist ja, wenn man da was auf die Theke legt, und ist der Kaufvertrag. Ja. Das kann Ladenlokal sein, das kann aber auch Amazon sein, das kann auch der Direktvertrieb sein, hier so ein Vorwerkvertreter, der von Haustür zu Haustür läuft und Staubsauger verkauft oder sowas. Dann haben wir die Kundenbeziehung, das ist, wie ich meinen zukünftigen Kunden und auch den bestehenden Kunden meine Message rüberbringe, wie ich mit denen kommuniziere, das kann eine Website sein, über die ich vielleicht gar nicht verkaufe. Das kann Ausstellungsräume sein, über die ich nicht verkaufe. Vielleicht kann ich aber auch da verkaufen. Das kann Werbeflyer sein, Messen, Auftritte, wie auch immer. Das heißt, hier, ich verkaufe das Produkt an den, und zwar über diesen Vertriebsweg. Und bearbeite meinen Kunden darüber. Das steht auch alles da drauf, das muss man sich nicht merken. Ja, also irgendwann habt ihr das im FF drin. So. Das ist die Vorderseite und da ist noch unten die Einnahmequelle. Das heißt, das verkaufe ich über den Vertriebskanal an den und nehme das Geld ein. Warum muss das dann nochmal hin? Weil das können verschiedene Möglichkeiten sein. Ich kann ja mein Snickers
gegen 70 Cent oder so verkaufen. Ich kann aber auch, im Internet haben wir ja häufig diese Freemium-Modelle. Ne? Es ist erstmal ist alles kostenlos und wenn man dann mehr will, dann muss man halt zahlen, das wäre ein anderes. Darüber kann man sich Gedanken machen. In meinem Bereich Lizenzen im Pharma-Bereich, da gibt es erstmal eine Vorabzahlung, dann gibt es Meilensteinzahlungen, wenn irgendwelche Entwicklungsmeilensteine erreicht wurden, nachher gibt es dann umsatzabhängige Lizenzeinnahmen oder wie auch immer. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Muss man sich Gedanken darüber machen, wie man das verkaufen möchte. Ne? Das packt man dann dahin. Und das macht man einfach, indem man beispielsweise hier so eine Karte nimmt, dann da drauf, das schreibe ich jetzt nicht, Auto drauf schreibt, ja. Und das ist dann mein Produkt. Ja? Und dann schreibe ich drauf, junger Mann mit Testosteronstau. Ja? Das ist dann die Kundengruppe. Und den verkaufe ich über Autohäuser. Ja? Und damit die Jungs sich das leisten können, gibt es eine minimale Anzahlung. Und der Rest geht dann auf Ratenzahlung. Ja? So. So muss man sich das vorstellen. Ne? Und wenn man dann sieht, dass mit der Ratenzahlung das funktioniert noch nicht, weil ich muss mir das anders finanzieren, dann muss ich vielleicht mit einem Partner zusammenarbeiten, mit einer Bank. Ein Partner kommen wir jetzt noch. Ja? Und dann kriege ich von denen nämlich das Geld und der macht die Ratenzahlung über den. Ja, das können wir so ausprobieren. Ne? Okay. So. Grüß Gott. Bitte gerne. Das ist vorne das, was die Kunden sehen. Sie sehen ja das Produkt, sie wissen, wer der Kunde ist, kennen sich selber, klar. Die haben den Distributionskanal und die Kundenbeziehungen. Und sie müssen denen auch, was sie zahlen. Und dann gibt es hier hinten noch einen anderen Bereich, das ist das Backstage, wird das genannt. Das sind also unsere Aktivitäten, die wir machen müssen in unserem Unternehmen. In der Regel ist das sowas wie Produktion und Marketing, Vertrieb, wie auch immer. Ja, was machen wir wirklich? Produzieren wir selber, produzieren wir es nicht, lassen wir es produzieren. Das heißt, was müssen wir machen, damit wir dieses Wertangebot, das Produkt überhaupt erstellen können? Und dann haben wir hier die Schlüsselressourcen und die Partner. Das sind die beiden Felder, da kommt das rein, was wir brauchen an Ressourcen, Partnern, damit wir diese Aktivitäten machen können. Beispielsweise Vertriebspartner könnte das sein. Oder wir brauchen Personal. Oder wir brauchen Fabrikhalle. Ja. Und diese Sachen hier, die beiden Felder, das ist das, was wir machen, das hilft uns, das zu machen. Und die beiden Felder, die kosten Geld. Ja, die Partner müssen bezahlt werden, die Halle muss bezahlt werden, beziehungsweise geliehen werden oder wie auch immer. So, dann haben wir auf einen Blick ein komplettes Geschäftsmodell. Ja, wir sehen das Produkt, den Kunden, wie wir das verkaufen, welche Einnahmen wir haben, was wir tatsächlich machen, was wir nicht selber machen. Partner, Outsourcing, was brauchen wir dafür und was von dem ganzen Kram kostet eigentlich Geld. Auf einem Papier. Vorteil ist, dass wir ihn ganz schnell umstellen können. Wir können das zur Kommunikation nutzen. Wir können das so erklären, wie ich das jetzt eben auch gemacht habe. Ja, innerhalb weniger Minuten, zum Teil in Sekunden, kann man diese Geschäftsmodelle erklären. Man kann da auch mit Kunden zum Beispiel drüber sprechen. Und dieses Modell zeigt uns auch, welche Bereiche wir haben, die wir tatsächlich verproben müssen. Weil nicht nur gibt es den Kunden überhaupt oder will der mein Produkt haben oder was weiß ich, mein bevorzugter Vertriebskanal wie Amazon, nimmt der mich überhaupt? Ja, es gibt, ich kann mir vorstellen, dass es Dinge gibt, die man bei Amazon gar nicht verkaufen kann. Militaria, Panzer, keine Ahnung. Ja, Atombomben geht sicherlich nicht. Ja, ist ein blödes Beispiel, aber es gibt Sachen, die gehen einfach nicht. Ja. Gerade so bei Partnern, Produktionspartnern, also das ist häufig so, das lasse ich produzieren, dann sagen die aber ja bitte, wie viel 100.000 Stück hast du denn? Ja, ja, ich dachte so mal an 500, ne? Ja, so also nicht. Ne? Also, alles was wir hier kleben, das sind Hypothesen, das sind keine Fakten. Das ist alles, ich denke, das sind meine Kunden, ich denke, die wollen mein Produkt haben. Ich glaube, ich kann das so verkaufen und ich denke, so erreiche ich die am besten und die sind bereit, das zu zahlen. Und ich denke, am besten ist es, wenn wir das und das selber machen und den Kram outsourcen und da gibt es auch Partner für. Oder mit den Partnern sprechen. Ich brauche Personal. Kriege ich das Personal überhaupt? Das ist spezialisiertes Personal. Kommt das überhaupt dahin zu Preisen, die ich mir leisten kann? Ja? Und nachher hat man dann die Kosten. Und so weit gehen wir nicht, dass wir jetzt hier tatsächlich die Kosten komplett berechnen. Ne? Ist das richtig? Nicht, ne? Aber später dann doch. Okay. Ganz gleich, wenn wir ein bisschen machen. Okay. Dann kann man eben die Kosten nämlich auch den Einnahmen gegenüberstellen. So,
Jetzt habe ich eigentlich viel zu viel schon von der Canvas erzählt, die ja nachher nochmal im Detail kommt. Das ist die Value Proposition Canvas. Und die ist mir eigentlich nicht fast, sondern doch lieber als die Business Model Canvas. Und jetzt sage ich mal ganz arrogant, das hat der Osterwalder auch eingesehen und dementsprechend hat er dann auch die nachgeschoben in seinem zweiten Buch. Also ich musste ihn nicht darauf hinweisen, ich kenne es von ihm, nicht er von mir. Ja. Aber diese beiden Felder, das ist das Produktfeld, was wir eben schon gesehen haben. Wertangebot, das Produkt. Und das andere ist das Kundensegment. Das ist nochmal rausvergrößert. Und da gibt es Jobs to be done, da gehe ich später drauf ein. Das ist wieder für das Produkt oder für den Kunden. Was macht der Kunde eigentlich? Wobei hat er irgendwelche Probleme, wo ich ihm helfen kann? Und dann kann man hier angeben, welche Probleme er wirklich dabei hat und was er sich für Nutzen erwartet. Und dann habe ich hier mein Produkt und schreibe dann, welche Eigenschaften von meinem Produkt tatsächlich diese Probleme von ihm adressieren. Schmerzen, Schmerzstiller. Also sollte so eine Schmerztablette sein. Ne? Oder die Nutzenstifter gegenüber dem Nutzen, damit man das wirklich sieht. Und mit dem Ding im Kopf, kann auch mit dem Ding tatsächlich in der Hand, läuft man zum Kunden und fragt, ist das so? Wenn du das und das machst, hast du die Probleme dabei? Nervt dich das? Ich hätte eine Lösung dafür. Würde die deine Probleme wirklich lösen? Ja oder nein? Ne? So kann man das dann verproben. Auch da sehen wir noch ein schönes Beispiel. Nochmal der Hinweis, dass diese Aufgaben hier, das ist dieses Beobachten, was wir vorher auch im Design Thinking hatten. Ja? Einfach mal gucken, was machen die eigentlich wirklich, die Leute? Und das kann bei einem neuen Produkt, schaut man sich da die Kunden an, wenn man ein bestehendes Produkt verbessert, schaut man sich an, was die bestehenden Produkte eigentlich für einen Job zu tun haben. Was müssen die machen? Ja? Auch da verschiedene, wir werden dann im Workshop sehen, für das Geschäftsmodell ist es besser, diese Perspektive einzunehmen, für das ist es besser, diese Perspektive einzunehmen. Wir werden Beispiele sehen für beides. So, jetzt nochmal Gegenüberstellung von Business Model Canvas und Business Plan. Der Business Plan ist ein fortlaufendes Dokument, während die Business Model Canvas gleichzeitig das ganze Geschäftsmodell darstellt. Und einen Business Plan schreiben, wer hat schon mal einen Business Plan geschrieben? Okay, wer ist bereit darüber zu berichten, wie lange das gedauert hat? Größenordnungsmäßig? 3 Monate. 3 Monate. Ist er fertig geworden? Ja. Echt? Cool. Ist hier sonst noch einer, der den Businessplan fertig geschrieben hat? Okay, wie lange hat es gedauert? 14 Tage. Den muss ich mir merken. Try and error. Okay. Für den Namen eines Universitätskurses für Publikationen. Okay. Ist der finanziert worden? Nein. Aber das ist die Idee. Ist der finanziert worden? Businessplan, ja. Bitte? War nicht das Ziel, ne? Ja, das ist schwierig. Ich habe auch viele Businesspläne geschrieben und ich mache es auch jetzt noch so als Consultant. Also wenn ich viel Zeit habe dafür, also viel meiner Zeit da in dieses Projekt stecken kann, ich sage mal so 3 Monate, weil man muss ja auch mit dem Team Workshops halten. Das ist ja nicht einfach nur runterschreiben, das muss ja erarbeitet werden, sowas, ja. In der Regel arbeitet man dann ein Jahr dran oder sowas, ja, wenn man auch die Zeit hat als Startup-Unternehmen. Und man muss ja dann für jede Finanzierungsphase einen neuen Businessplan einschreiben oder den modifizieren. Das dauert also sehr, sehr viel Zeit und eine Canvas macht man, also wenn man weiß, was man meint, dann ist das in wenigen Minuten gemacht. Ich sag mal jetzt so mit meiner Erfahrung, wenn ich mit so einem Team auf Wunsch gehe, halbe Stunde, dreiviertel Stunde kann sowas stehen, wobei dann die Arbeit ist, dass ich verstehen muss, was das Team eigentlich will, ja, und wo der Knaller ist dabei. Ne? Das geht relativ schnell. Aber wie ist das immer, wenn die Also zum einen ist ein Business Model Canvas sehr geeignet als Einleitung für den Businessplan, damit die Leute erstmal wissen, worum es überhaupt geht. Ja. Ich habe häufig das Problem, dass ich einen Businessplan von einem Gründer lese. Also ich bin ein Gutachter in einer Fördereinrichtung auch da in Oberösterreich. Und da kommt immer ein Businessplan, kleiner Businessplan, kurzer nur, ja.
Und dann kommen Fachgutachten von einem Wirtschafter und von einem Technologen. Ja? Ich lese immer erst das Fachgutachten, weil ein Gutachten fängt ja immer an mit, die Geschäftsidee ist bla bla bla. Die haben das alles schon gelesen, ja? Und die schreiben mal in zwei, drei Sätzen zusammen, was die Geschäftsidee ist, was die überhaupt machen wollen. Ja? Dann weiß ich schon mal, worum es geht, weil das schreibt kaum einer in seinen Businessplan. Selbst in der Executive Summary ist es manchmal nicht wirklich klar, worum es tatsächlich im Endeffekt geht. Ja? Also Einleitung ist das wunderbar, so ein Business Model Canvas, das ist auch gut, um einem Banker kurz mal zu erklären, was man wirklich machen will. Der Banker möchte wesentlich mehr haben, aber als Startup-Unternehmen im klassischen Sinn, wie ich das definiert habe, mit neuen Produkten, neuer Markt, neu, ja, wo man suchen muss, finanziert eh kein Banker. Der finanziert entweder klassische Unternehmenskonzepte als Neugründung, der Friseurladen, sag ich mal, ja, was er auch beurteilen kann, oder eben Unternehmen, die aus der Startup-Phase schon hinaus heraus sind und zeigen können, dass das Ganze funktioniert. Der hat einen ganz anderen Fokus. Der braucht einen Businessplan. Der will dann Gewinn- und Verlustrechnung haben und eine Planbilanz im Jahr 5. Ja? Aber das ist nicht so wirklich unser Thema. Aber als Einleitung ist es immer gut. Also der Businessplan ist nicht überflüssig. Im Businessplan unterstellen wir jetzt mal, werden Hypothesen eigentlich als Fakten bezeichnet. Ja, ich kenne das auch, wir haben dann irgendwie, der Pharmamarkt ist 800 Milliarden groß, Milliarden groß, ja, und wir nehmen dann davon an, dass wir so 5% an Marktanteil haben, macht immer noch ja, und daraus rechnen wir dann die Bewertung von einem Unternehmen runter, Discounted Cashflow, und dann wissen wir, wie viel das Unternehmen wert ist. Ja. Das ist ja alles Kaffeesatzleserei, ja. Aber so, das wird dann berechnet und der Banker guckt sich das dann auch an. Ne? Der Banker, der schaut dann, ist das plausibel, was die Leute da schreiben. Mhm. Aber der geht ja nicht los und hinterfragt das. Mit den Kunden, also wahrscheinlich machen das die wenigsten, also mit den Kunden dann von den Unternehmen, was da ansucht. Während man beim Business Model Canvas das in dem Bewusstsein machen sollte, das sind Hypothesen, die ich formuliere, die zu testen sind. Das Testen können wir hier nur im kleinen Rahmen machen, indem wir uns gegenseitig Konzepte mal vorstellen, präsentieren und schauen, ob das schlüssig ist und Fragen von den anderen Teammitgliedern beantworten. Aber eigentlich muss man damit rausgehen, zu den Partnern, zu den Vertriebskanälen, im Einzelhandel, ja, mal zum Spar gehen. Was glaubt ihr, geht so ein Produkt? Ja, habe ich jetzt ein Projekt gehabt? Ja, oder mal eine Teststellung machen. Ja, wenn man einen Geschäftsführer von so einem Laden kennt, ja, einfach mal eine Packung, wo nichts drin ist, aber so aussieht, wie es ist, mal ins Regal an die richtige Stelle und sich mal daneben stellen, mal gucken, was die Leute so machen, gucken die das überhaupt an oder sowas. Ne? Vertriebskanäle, Kundensegmente mit Kunden sprechen. Ich glaube, du bist mein Kunde, weil du genau das und das, da hätte ich sowas. Oder ich glaube, dein Problem ist, wie wäre eine Lösung? Gut, das sind Hypothesen, ja. Und der Businessplan, wird wie Fakten behandelt. Und das ist eben eine Anleitung zum Abarbeiten der Businessplan für etablierte Unternehmen. Und das ist eine Anleitung zum Testen für ein Startup. Wir erinnern uns, Steve Blank sagt, ein Startup ist eine zeitlich begrenzte Organisation auf der Suche nach einem Geschäftsmodell. Das ist ein Startup. Braucht man. Für auch Förderanträge, die wollen auch immer einen Businessplan haben. Ja. Wenn man aber schon mal ein Business Model Canvas hat, dann weiß man auch, was man im Businessplan zu schreiben hat. Ja. Wenn man aber sein eigenes Geschäftsmodell nicht kennt und nicht weiß, warum die Kunden das überhaupt kaufen wollen, ist es auch nicht so einfach, einen Businessplan zu schreiben. Das fällt nicht wirklich auf, wenn man nicht weiß, wer sein Kunde ist. Ja. Aber also häufig nicht. Ne. Es hilft nur sehr, wenn man es weiß. Jetzt sehe ich mal gerade, wo wir hier stehen. In der Zeit ist es gar nicht so schlecht. So, jetzt nochmal die Business Model Canvas. Wie gesagt, ich spreche immer von beidem, von der Business Model Canvas als auch von der Value Proposition Canvas. Hat verschiedene Funktionen, und zwar einmal die Entwicklung von Geschäftsmodellen oder von einem Kundenproduktfit. Dann die Kommunikation, indem man es einfach präsentieren kann, kurz und knackig. Und die Bewertung, das heißt die Überprüfung der Hypothesen, das sind eigentlich die drei Funktionen, die es hat. Und man sollte bei der Erstellung immer diese drei Funktionen aus dem Kopf behalten. Auf die einzelnen Sachen gehen wir später ein. So, abschließend zu der Einführung nochmal so ein schönes Chart. Und zwar haben wir jetzt ja verschiedene Konzepte gehört. Ich habe es jetzt nicht alle drin, aber so das Wesentliche. Wir haben Lean Startup mit dem Design Thinking, Prototyping. Wir haben das Customer Development,
wo wir ausgehen von dieser Überprüfung der Hypothesen, das steht ganz am Anfang, Teil davon eigentlich, dann eben tatsächlich die ersten Sales, da sind wir schon am Verkaufen, hier sind wir schon am Verkaufen, ja? Hier optimieren wir das den Verkaufsprozess und dann nachher geht es einfach nur Scale-up, Unternehmen groß aufbauen. Ja? Das ist Customer Development von Steve Blank, das ist Lean Startup, das ist Eric Ries, auch Steve Blank und der Savoia. Und hier unten haben wir die Value Proposition Canvas und die Business Model Canvas. Und das können wir jetzt eigentlich so schön in so einen Chart passen. Wertangebot, Produkt. Denkt einfach an Produkt. Ja, Produkt kann eine Dienstleistung oder eine Ware sein, das ist das Wertangebot. Ja. Und hier ist das Geschäftsmodell. Und wir haben das Testen und wir haben das Erstellen. Und für das Design von dem Produkt haben wir die Value Proposition Canvas und für das Design des Geschäftsmodells die Business Model Canvas. Das Produkt testen wir in Form des Lean Startup, in Form von Prototypen, in Form von Abfragen, immer wieder iterativ, und das Geschäftsmodell in diesem rekursiven Prozess der Entwicklung vom Search immer rübergeht in die nächste Stufe, aber wenn da Schwierigkeiten auftreten, immer wieder zurücklaufen. Ja? Auch da beim Testen des Geschäftsmodells kleine Schritte gehen. Nicht das Geschäftsmodell aufbauen und dann plötzlich Launch und schauen, geht nicht. Ja? Damit wir das ein bisschen eingrenzen. Und Ihre Reihenfolge jetzt chronologisch oder? Die Reihenfolge zeitlich ist erst Design und dann nachher testen. Hier ist es so, dass man auch, dass wir mit dem Wertangebot anfangen. Das heißt, wer ist mein Kunde? Was will ich dem verkaufen? Bevor wir überlegen, okay, ich habe was gefunden, was einer kaufen will. Wie nehme ich dem jetzt das meiste Geld da ab? Oder was mache ich im Outsourcing? Was mache ich selber? Brauche ich da Angestellte oder nicht? Das ist auch eine logische Reihenfolge. Das ist eine logische Reihenfolge. Und insofern geht es praktisch die Zeitlinie in diese Richtung. Auch da unterscheide ich mich ein bisschen vom Alex Osterwalder mit seiner Business Model Canvas. Er stellt immer zuerst die Business Model Canvas vor und geht dann nachher ins Detail. Ich sage nur, bitte, was sollen wir mit dem Geschäftsmodell anfangen, wenn wir noch gar nicht wissen, was das Produkt ist. Ja, also die meisten Unternehmen im Startup-Bereich scheitern nicht daran, dass sie kein Business Model gefunden haben. Gibt es auch, dass es falsch ist. Ja. Nehmen wir Beispiel. Die meisten scheitern daran, dass sie irgendwas entwickeln und es kauft nachher. Das heißt, das ist das A und O dabei. Aber wir müssen beides, das geht ja parallel, das machen wir ja jetzt hier in dem Workshop morgen zum Beispiel. Ne. Wir fangen erstmal mit der Value Proposition Canvas an, gehen zur Business Model Canvas über. Und das ist das, was ihr dann selber machen müsst, im nächsten Schritt, das Testen.